Hallo liebe Wettfreunde, willkommen zu meinem neuesten Video mit dem System Back to Lay das 0-0. Bevor wir in die Live-Trades gehen, werde ich euch noch einiges dazu erklären. Was machen wir im Back to Lay-System? So, wir backen das 0-0 vor dem Anpfiff. Sobald die Wette angenommen ist, lehen wir das 0-0 wieder mit einem Punkt tiefer. Wir verlieren den Trade nur, wenn ein frühes Tor fällt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wir müssen es nicht unbedingt vor dem Anpfiff traden. Wir können auch ein, zwei Minuten warten. Das liegt dann ganz an euch, wie ihr das machen wollt. Das seht ihr aber gleich in den Live-Videos. So, was ist unser Ziel? Wir wollen den Markt nach circa 5 bis 10 Minuten wieder verlassen mit einem Gewinn von 5 bis 10%. Das ist unser Ziel. Kommt drauf an, das werdet ihr gleich in den Live-Videos sehen, wie hoch ist der Markt, wie schnell bewegt sich der Markt. Es hat einige Faktoren, aber in der Regel sind wir nach zwischen 5 bis 10 Minuten raus, teilweise schon eher. So, lasst uns jetzt nicht lange weiter unterhalten. Jetzt werdet ihr die Live-Videos sehen, die Live-Demonstrationsvideos. Da werdet ihr das System natürlich auch viel besser verstehen können. Wenn euch das Video bis jetzt schon gefällt, lasst mir ein Like da, ein Abo und macht die Glocke an, damit ihr auch nie mehr ein neues System verpasst. So, und jetzt lehnt euch zurück. Viel Spaß mit den Live-Videos. So, hier ein Spiel aus der norwegischen Elite-Serie. Wir backen das 0-0 für 6 und lehen genau einen Punkt tiefer. 17,5. So, genau ein Punkt Keep, weil wir aufhalten, Keep. Sonst, wenn das Spiel beginnt, wir sind ja vor Spielbeginn, sonst würde die Wette gelöscht. Mal sehen, was passiert. Wenn wir hier mit 17,5 rauskommen, haben wir einen Free Bet von 6 Euro. Alles klar. Hier ist noch ein Spiel aus Norwegen. 6 Euro auf das 0-0. Und Lane bei 31. Natürlich hier geht nur 30, okay, nehmen wir die 30, weil es da in zweier Schritten geht. Natürlich ist das hochrisikoreich dieses Wetten, aber manche Leute machen es nur. Wir gucken mal, ob wir noch eins hier finden. Ja, eigentlich ist es egal. Wir nehmen hier noch eins. So, im Korrekt Score Markt. Ah, das ist ein bisschen tief. Hier werden die Quoten nicht so schnell fallen. Also gucken wir hier nochmal auf, ob wir hier sonst noch was haben. Hier. Wie ihr seht, da ist keine großartige Recherche für nötig. 12 für 6. Und wir lehnen 11. Genau ein Punkt tiefer. Keine Recherche. Das ist eher Harakiri, sage ich mal. Aber wir können uns hier auch eine schöne Freebet aufbauen. Nur nie vergessen, das Keep zu setzen. So. Wie gesagt, wir haben vor Beginn des Spiels gewettet. Mal schauen, was passiert. Fällt ein Tor irgendwo, bevor wir raus sind, verlieren wir unseren Einsatz.
So, wie wir sehen, Rosenberg, das Spiel sind wir raus. Ich gucke gerade woanders. Wir waren genau 9 Minuten im Markt. Jetzt können wir entweder auscashen oder wir lassen es etwa noch etwas laufen. Das liegt an jedem selber. In diesem Fall, ich cash hier einfach aus. Wollt euch nur mal sagen, wie ihr euch eine Freebet machen könnt. Die könnt ihr im Prinzip nutzen, Blaze Draw oder weiß ich nicht, wenn ihr es laufen lässt. Das kann man natürlich mit jedem Ergebnis machen. Aber ja, so, dann haben wir. So, wir waren auf jeden Fall 9 Minuten hier in diesem Markt. So, jetzt gucken wir mal, welcher ist noch offen hier. So, eine Sekunde. Wir sind hier raus. Ihr seht, 6 Euro in der 9. Minute. Also hier hat es 9 Minuten gedauert, um rauszukommen. Oder 10. Auch hier seht, nee, noch 9, da oben steht es ja. Alles klar, wir haben jetzt noch in einem Markt sind wir noch drin. Wollen wir gucken, was da ist, warum wir da nicht rauskommen. Ja, wie ihr seht, der Markt ist gesperrt im Moment, aber schon eine ganze Zeit, warum auch immer. Wir warten ab. So wie ihr seht, ist dieser Markt immer noch ausgesetzt, suspendet schon die ganze Zeit praktisch vom Anpfiff an. Wie ihr unten seht, ist schon ein Teil von unserem ist angenommen worden, Teil von unserem Einsatz von den 6 Euro und dann wurde der Markt gesperrt. Warum auch immer, es ist kein Tor gefallen. Sowas kann passieren. Jetzt können wir nur hoffen und beten, dass kein Tor fällt in der Zeit, bis der Markt wieder aufgeht. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich zwei Agents habe, zwei Orbit-Konten habe und zusätzlich noch einen Buchmacher habe, wo ich es dann in so einer Situation dann absichern kann. Aber wir werden sehen, was passiert. So, nach ewig langer Zeit hat der Markt sich geöffnet. Ich habe ihn schon woanders abgesichert gehabt, deswegen lasse ich es jetzt in diesem Fall laufen. Da wir bei über 30 Zweierschritte gehen müssen, die Quoten sind dann in Zweierschritten, ist es hier so, dass wir eine Freebet von 12 Euro haben, wie ihr seht. Der Markt ist immer noch komplett durcheinander, aber wie gesagt, ich habe es auf den anderen abgesichert. So, das wollte ich euch nur zeigen. Das könnt ihr natürlich mit jedem Tormark machen. Natürlich nicht mit einem Punkt. Da reichen auch kleinere Schritte. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Beschreibung. Ich werde sie so gut wie möglich alle beantworten. Drei Wetten. So, jetzt können wir noch mal gucken. Rosenberg, da waren wir, glaube ich, es waren, glaube ich, 9 bis 10 Minuten waren wir hier drin. Machen hier ein Plus von auf. In Prozenten gerechnet von etwas über 5%. Hier waren wir auch ungefähr 9 bis 10 Minuten drin. Hier machen wir noch einen höheren Gewinn, fast 100%, fast 10% Gewinn, so 8, 9. Ja, und dieser Markt, wie gesagt, ist ja schon abgesichert. Ist ja schon abgesichert. So, wir verlassen den Markt jetzt gleich auch. Oder ich lasse es laufen. Auf jeden Fall 10% hätten wir hier auch Gewinn gehabt, weil wir 6 Euro war unser Risiko. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir bitte ein Like da, ein Abo und vergesst die Glocke nicht, sodass ihr nie ein neues und profitables Wettsystem verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Im Anschluss kommt noch ein kurzer Hinweis für euch, der sehr wichtig ist. Da erkläre ich euch, wie ihr überhaupt eine Wettbörse aus Deutschland bekommt. Weil aus Deutschland ist es nicht erreichbar. Das wird da kurz erklärt, ist auch relativ einfach.
Und ihr habt gesehen, warum es besser ist, immer zwei Anbieter zu haben. Dass, wenn sowas passiert, passiert nicht oft, aber es kann passieren, dass man sich absichern kann. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis bald, Freunde. Hier noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Um überhaupt in den Genuss zu kommen, an der Wettbörse wetten zu können als Deutscher, braucht ihr einen Wettagent. Das bedeutet, ich benutze zurzeit BetInAsia. Da ist die Orbit. Die wird von Betfair betrieben. Betfair ist die größte Wettbörse der Welt. Ihr könnt aber genauso gut Asian Connect nehmen. Es gibt da keinen großen Unterschied. Ich benutze zum Beispiel beide, falls mal ein technisches Problem bei dem einen oder anderen Agent auftritt, kann ich kurz rüber switchen und meine Wette retten. Das ist der Grund. Ihr könnt alles in Deutsch umstellen und so weiter. Vorteil bei diesem Wettagent ist natürlich auch noch, die Auszahlungen laufen sehr, sehr schnell, teilweise in Minuten. Und kommt natürlich auf die Auszahlungsart an. Hier wird es auch nochmal beschrieben. In Deutsch könnt ihr einfach umstellen. Hier sind alle Anbieter, wie ihr ein- und auszahlen könnt. Ja, ich werde euch das unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Wie gesagt, ich kann euch nur raten, nehmt beide, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und was ihr natürlich auch noch braucht, ist ein VPN. Ich benutze zurzeit CyberGhost. Ist auch sehr günstig, 2 € im Monat. Ja, weil wir brauchen eine IP-Adresse, die nicht aus Deutschland ist, weil wir aus Deutschland die Wettbörse nicht benutzen können. CyberGhost ist relativ einfach. Hier sieht man alle Server, die man sich raussuchen kann, sind also praktisch alle, die man kennt. So, und wie ihr seht, ich bin auch gerade verbunden. Das ist in Norwegen, Oslo, weil ich zurzeit natürlich auch Sportwetten mache. Ich werde euch diese Sachen in der Beschreibung verlinken. Das ist sehr, sehr wichtig. Meldet euch an. Ja. Und das dauert nicht sehr lange. Ihr müsst euch verifizieren. Das dauert in der Regel einen Tag oder manchmal auch nur einige Stunden. Ja, und dann könnt ihr schon auf Orbit zugreifen und anfangen, Geld zu gewinnen. Ich danke euch. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da oder noch besser ein Abo. Wie gesagt, ich werde sehr, sehr viele Videos aufnehmen von Sportwetten auf der Wettbörse, Systeme und so weiter. Natürlich werden mich manche Trader da draußen nicht gerade lieben dafür, aber im Sportwettmarkt ist so viel Geld. Ich denke, da können wir alle Gewinne machen. Alles klar, ich danke euch für das Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag.